Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und weil heute Sonntag ist, sind wir natürlich wieder als Killer unterwegs. Und weil ich gerade Kuchen gegessen habe in der Lobby. Habe ich nicht so ganz mitbekommen, ob die Meg jetzt tatsächlich einen Schlüssel einstecken hatte oder nicht. Warum hat sie denn die Palette nicht gezogen? Und oh nein, hat mein OBS ernsthaft Codierungsverzögerungen? Ich flipp aus. Gerade als Killer sind Lags halt richtig doof, wenn ihr nicht seht, wo ich hingehe. Warum habe ich die dort hinten gesehen? Spielen die alle mit... Ach, das Barbecue. Ich habe ja Barbecue einstecken. Sorry. Also Lori spielt mit Object of Obsession. Hinten der Jen, das ist jetzt nicht so schlimm. Niemand geht retten, das wundert mich. Ah. Ich hätte es wissen müssen. Sie hat so nach hinten geguckt. Egal, ich hab sie trotzdem. Und hänge sie dahinter. Und mach die Palette kaputt und trete den Jen. Der ist zwar noch nicht so weit, aber wir haben Pop. Bevor es verfällt. Oh. Räumt ruhig hier hinten auf. Ist kein Problem. Macht's für euch ja nur schwer. Die sind auch nicht so schlecht. Okay, ich habe ihn einfach verloren. Egal. Lori weiß wahrscheinlich, dass ich sie gesehen habe. Mac ist im Silo. Der war auch noch wer anders. Das D-Mac mit dem Dead Heart? Wahrscheinlich. Nee, dann war es die andere Mac mit dem Dead Heart.
Hat sie jetzt eigentlich eine Mac, einen Schlüssel in der Hand? Erstmal hacken. Oh oh. Den da hinten kriege ich nicht mehr. Ich versuch's. Okay, mit Pop geht's. Ich weiß nicht, wo die andere Person ist. Die waren ja zu zweit. Eigentlich hinten gar nicht mehr rumgehen. Gens sind eh gemacht. Ich gehe von aus, die andere Person ist noch hier geblieben. Morgen. Hatte sie Sprintboost? Sie zieht mich halt weg von den Gens. Dead Hard. Balanced Landing. Was auch immer. Das Gute ist, dass natürlich deine Mates jetzt auch weg von den Gens müssen, wenn du da kommst. I see you. Surprise. Ich muss hier dagegen hauen. Die andere Person ist in die Richtung. Es wird dann wahrscheinlich eine Mac sein. Die denn hingerannt? Meine Güte. Oh, da drüben der Jen könnte auch. Vielleicht safen wir aber lieber die drei Gens hier. Ich könnte die Mac nehmen. Die Mac ist ein leichteres Ziel. Aber ich hänge ihn jetzt auf und haben wir mit Barbecue wieder eine kurze Übersicht. Ich könnte ihn in den Käfig schicken. Aber da habe ich halt kein Barbecue von. Weit sind sie dort drüben. Die Lori ist hier irgendwo. So, und ich weiß, die anderen beiden sind an dem Gen. Die müssten jetzt erstmal rüber. So, sie springt durchs Fenster. Kommst du da drüben hin? Irgendjemand ist jetzt hier losgerannt. David ist eventuell in die zweite Phase gerutscht. Gar nicht mal so schlecht. So, aber eventuell ist die Person auch hier so hingegangen. Hallo, Mac. Okay, das hat sich jetzt ja richtig gelohnt mit der Palette. Gut.
Gehst du auf den Mähdrescher? Nee. Ich habe das Gefühl, seit dem Update geht niemand mehr auf den Mähdrescher. Okay. Sie rennt hier immer den gleichen Weg, kann das sein? What? Was hat sie für Lack? Was? Sie deadhardet gegen die Wand. Und dann komm ich und hau daneben? Wow. Hau mir ruhig die Paletten ins Gesicht. Ist weg, ist es weg. Ich krieg dich trotzdem, weil du hast keinen Deadhard mehr. Und ich bin so schlecht. Okay, hast du ein paar Jagdpunkte bekommen? Hab ich gern gemacht. Der tuckert. Schade. Kein Pop mehr. Also, was ich... Ich habe schon noch Pop, aber ich kann es hier nicht nutzen. Sie rennt weg von den Gens. Ich gehe Gens saven. Sind alle bei null. Wir haben hier eigentlich eine ganz gute Position. David hat aufgegeben. Hat keinen Bock mehr auf die Runde. Ist einfach zu. Die könnten das noch locker schaffen. Eigentlich kein Grund, warum er jetzt aufgibt. Hat er einfach eine Daily? Das ist auf jeden Fall Dead Hard. Wenn sie Glück haben, geht jetzt ein Gen an. Also einer von denen am Mähdrescher. Lori ist dort hinten verletzt. Warum rennst du mir vors Messer? Ich wollte gerade eigentlich den Gen treten gehen. Aber gut. Lori ist hier lang gerannt. Du hast Dead Heart. Und ich treffe einfach nicht. Sind halt gerade alle verletzt. Das finde ich cool. Und so, sie müsste tot. Es sind alle tot am Haken. Nice. Gehen wir dahin.
Hat jemand von euch die Luke gesehen? Alle keinen Bock mehr. Hey. Strike kann sie nicht haben, weil sie hat sich geheilt. Sie kämpft auch nicht. David hat die Luke. Wetten? Oder auch nicht? Ich glaube, er wollte Deadheart nutzen und entweder war Deadheart kaputt oder er hat es noch nicht ready gehabt. Ja, oh, ich hätte ihn eigentlich... Oh, ich hätte ihn mooren können. Mist. Aber ja, ich muss wirklich sagen, mit Pyramid Head spiele ich sehr gerne. Weil ich oft gute Runden habe. Juhu! Hier ist auch ein sehr durchwachsenes Matchmaking, aber mit Pyramid Head habe ich ja wahrscheinlich auch schon so ein paar Pünktchen gesammelt über die letzten Monate, wobei ich nicht so oft Killer spiele. Ach, ich weiß es nicht. Hier ist zumindest kein Red Rank dabei. Wobei dieser bei Hugo FF ist halt Rang 5. Aber ist okay. Die Runde war okay. Oder? Aus Killer-Sicht war die eigentlich ganz gut. Hat Spaß gemacht. Ich hatte immer irgendjemanden vor der Linse. So. Danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Bis zur nächsten Folge, wenn ihr Bock habt. Ich würde mich freuen. Bis dahin bleibt gesund, habt eine tolle Zeit und macht's gut. Tschüss.